So, und jetzt bleiben tatsächlich nur noch die beiden Staffeln. Sehen wir schon daran, dass vier Herren im selben Trainingsanzug reinkommen. Sind aber die Frauen. Tja, und irgendwie... Da kommt schon direkt als erstes Britta. Die wird auch, glaube ich, dann die Staffel anschwimmen. Ja. Silke Lepok, Lisa Witting und Daniela Schreiber. Finde ich auch gut, dass Britta von vorne direkt starten wird. Das wird zeigen, hier mit uns ist zu rechnen. Die stärkste von vorne, der Welt, die Weltrekordlerin, die Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Alles, was es nur gibt, hat Britta erreicht. Und ich gehe immer davon aus, wenn Britta am Start an irgendeinem Event ist, ist sie in einer sehr, sehr guten Verfassung. Ja, war ja fast anderthalb Jahre mit Verletzungen, Erkrankungen da wirklich in großen Schwierigkeiten, einen vernünftigen Trainingsaufbau hinzubekommen. Aber wir sind sehr gespannt. Es sah ja zuletzt wieder richtig gut aus. Aber die Konkurrenz ist auch nicht schlecht. Mit so gewissen Namen wie Marleen Feldhuis, Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk. Ja, die sind auch stark, die Holländerin und die Australierin auch. Aber wir sind auch nicht zu unterschätzen, gerade... Wenn man von vorne schwimmt, sind die anderen immer für eine gute Leistung zu begeistern, sag ich mal. Und auch eine Daniela Schreiber ist eine absolute Staffel-Expertin mittlerweile, die immer richtig schnell schwimmt. Wobei ich muss sagen, in diesem Vorlauf von den Australierinnen kenne ich genau einen Namen, Marieke Gürer. Ja, okay, die müssen ausschwimmen dann noch fürs Finale, wenn sie darum. Und ansonsten Kelly Stubbins, Marinda Dingjan und Jolan Kukla. Ja. Tja. Noch nie gehört. Dann verließen sie ihn. So. Also Britta Steffen gleich vorne weg auf Bahn 5. Diesen Fall auf der linken gelben. Schwimmt direkt, glaube ich, gegen Ranomi, ne? Schwimmt gegen Marleen Feldhuis. Marleen Feldhuis, okay. Gut, dass du das alles hast. Victoria Poon ist für Kanada auf Bahn 3 unterwegs. Die Niederländerin oben auf der 2. Australien auf der 4. Deutschland 5. Darunter unter den gelben Leinen die Schwedinnen, gelbe Kappe. Das ist in diesem Fall Ida Marko-Varga. Klar, hört man sofort Schwedisch. Dänemark mit Pernille Blume auf Bahn 7. Ja, und oben Marleen Feldhuis legt gleich mal ein bisschen vor. Ja, aber guckt ja jetzt mal, am Ende kommt dann Britta doch sehr deutlich näher ran. Ja, aber immerhin nur Platz 4. Ja, aber Sie wissen ja auch, es gibt nur, glaube ich, zwei Läufe, ne? Es gibt nur zwei Läufe, ja. Und da sind ein paar Nationen dabei, die... Und in diesem ist schon Korea ausgestiegen. Ja. Ist gar nicht erst angetreten. Dänemark müssten wir auch in der Tasche haben. Also das, ich denke, das ist auch ein bisschen taktisches Verhältnis, was wir da machen. Und vor allem jetzt auch Ranomi, Kromowidjojo im Wasser für die Niederländerinnen. Für Kanada Erika Morningstar. Bei uns. Australien Marinda Dingjan und bei uns Silke Lipok. Gabriela Fagundes für Schweden. Und die Däninnen, klar, die haben natürlich ihre Probleme, eine 4x100-Staffel auf die Beine zu stellen. Schwimmen hinten raus mit Lotte Fries und Janet Ottesen. Was ich mich frage, warum die Holländerinnen so Gas geben. Die müssen doch gar nicht. Vielleicht ist das auch mehr eine interne Geschichte. Die sind ja so stark auf den 100 Metern, ja, dass da jetzt möglicherweise auch gesagt wird, also Mädels, zeigt was. Jetzt schwimmt eine gewisse Maud van der Meer für die Niederlande. Ja. 54,2 ist und Silke Lipper geschwommen. Ja, Lisa Fitting ist unterwegs für die DSV-Staffel. Und Lotte Fries ganz unten für die Däninnen hat da natürlich schon reichlich was aufzuholen. Und da wissen wir alle, dass das keine 100 Meter Expertin ist. Nee, weiß Gott nicht. Ja, diese Maud van der Meer, die hält den Vorsprung ganz gut gegen Lisa Fitting. Das ist, glaube ich, die Athletin auf der Bahn 2, die Holländerin, die für Hinkelein Schröder mitgenommen wurde, weil der Trainer meinte, die sieht besser aus als Hinkelein. Ja. Was, nur wegen des Aussehens? Im Training halt, ne? Also optisch kann ich es nicht beurteilen. Ich denke, das macht der Trainer auch nicht, der Jakob. Ja, aber man sieht auch hier, die Deutschen kommen hier sicher eine Runde weiter. So, bisschen mehr als eine Sekunde. Respektsabstand zu den Niederländerinnen, aber Australien locker im Griff.
gut dieser Besetzung, auch wenn jetzt Marieke Gürer unterwegs ist für die Australierinnen. Daniela Schreiber sollte hier Platz 2 locker nach Hause schwimmen. Oben badet Femke Heemskerken auch den Sieg nach Hause. Gut, die werden nicht zu schlagen sein, die Holländerin. Wir sind auch in der Besetzung heute Abend dann im Wasser. Bei den Australiern müssen wir mal gucken, wie viel die noch austauschen, was die noch dabei haben. So, auf jeden Fall Niederlande mit einer ganz souveränen Veranstaltung. Und auch die deutschen Damen ohne irgendwelche Schwierigkeiten als Zweite sicher dabei. Da nicht unbedingt zu vermuten ist, dass jetzt die nächsten 8 hier alle schneller schwimmen. Also wird sehr, sehr die deutsche Mannschaft. Allerdings der nächste Lauf zunächst mal voll besetzt mit 8 Staffeln. Unter anderem eben mit dem direkten Duell der US-Staffel mit den Gastgeberinnen auf den Bahnen 4 und 5. Deutschland also hier in der 3:37:28. Einmal Bronze haben wir schon für den deutschen Schwimmverband aus dem Becken von Shanghai gefischt. Vielleicht geht's erneut was in Richtung Medaille. 4x100 Freistil der Damen. Zunächst mal geht's los mit den Däninnen, die gerade noch so reingewitscht sind in den Endlauf. Die Japanerinnen werden auf Bahn 1 schwimmen. Bekannteste von denen sicherlich Hanae Ito, die auch schon eine ganze Weile in der internationalen Szene dabei ist. Aus Kanada Startschwimmerin Victoria Poon. Und hinten raus Julia Wilkinson, die bekanntesten Namen der kanadischen Staffel. Tja, und dann die Australierinnen, die sich doch sehr dezent zurückgehalten haben im Vorlauf, aber denen man natürlich ein bisschen mehr zutrauen kann. Mit jetzt auch einer relativ neuen Besetzung, vor allem mit Bronte Barrett, Marieke Gürer und Alicia Kautz. Also das sind auf jeden Fall 3, die sehr schnell schwimmen können. Und die deutschen Damen mit Britta Steffen, mit Silke Lippock, Lisa Fitting und Daniela Schreiber. Also das müsste was mit Bronze werden. Die Chinesen schwimmen in der gleichen Besetzung wie heute Morgen. Die wechseln nichts aus und Britta hat noch, denke ich mal, ordentlich Luft. Also das sind die Konkurrentinnen sicherlich neben Australien im Kampf um Platz 3. Denn vorne 1 und 2 ist nach menschlichem Ermessen, wenn da keine Wechselfehler passieren, nicht zu erreichen. Klare Kandidaten für Platz 1. Inge Decker, Ranomi Kromowidjojo, Marleen Feldhuis und Femke Heemskerk. Und die Vereinigten Staaten von Amerika, klarer Silberkandidat, muss man so sagen. Mit Natalie Coughlin, Melissa Franklin, Jessica Hardy und Dana Former. Ja, aber man weiß auch nie, vielleicht die ein oder andere Mannschaft mal einen Wechselfehler. Und das haben wir auch schon öfter mal gehabt. Und gerade wir Deutschen haben da gut immer von profitiert. Von Bronze zu auf Silber hoch. Also das wäre ja mal nicht verkehrt. Also ich gehe davon aus, wir gewinnen hier mindestens Bronze. Also schauen wir uns das Ganze an. Klare Favoritinnen, das sind die Niederländerinnen. Kurzbahn-Welt- und Europameister, Langbahn-Weltmeister, also auch Titelverteidiger, Olympiasieger. Mehr geht im Grunde genommen nicht. Das Einzige, was die Deutschen ihnen mal streitig gemacht haben, das war der Europameistertitel in Budapest. Ja, aber Britta, denke ich mal, wird das hier schon von vorne mitschwimmen. Die hat eine schnelle Holländerin neben sich und das ist sehr, sehr gut. Sie kann sich daran orientieren. Inge Decker, Britta Steffen, das erste Duell und Natalie Coughlin für die Vereinigten Staaten als Startschwimmerin. Ja, heute Morgen ist Britta eine 54,8, glaube ich, geschwommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Britta hier fast eine Sekunde schneller schwimmen wird als heute Morgen. Man sieht auch jetzt schon, sie schwimmt anders als heute Morgen. Viel energischer, viel höhere Schlagzahl in den Armen. Die Holländer heute Morgen waren sie viel schneller weg. Jetzt ist sie dran. Und wir wissen, die zweite Bahn von Britta ist nämlich noch die schnellere Bahn. Wir führen fast
Ja, sogar 200. Auf Weltrekordniveau. Ja, ja, ich sag ja. Steffen ist im Moment auf Position 2 und Natalie Coughlin ist schneller im Moment. Klar, Inge Dekker ist nicht die schnellste von diesen Sprinterinnen aus den Niederlanden. Aber Natalie Coughlin hier mit einem bärenstarken Rennen und darüber auch noch Shizi Li, die Chinesin, gleich auf mit ja, guck mal jetzt, Ritter. Ritter. Und ja, wechselt als Dritte. Du, was war denn mit den Holländerinnen los? Ja, wie gesagt, Inge Dekker nicht gerade die Schnellste. Die kommt jetzt mit Ranomi Kromovicjojo. Ja, aber was war denn das? Warum lassen Sie denn eine Inge Dekker vorne schon taktisch sehr, sehr schlecht? Für uns war es gut. Britta, sehr, sehr starkes Rennen geschwommen. Was hat sie überhaupt für eine Einzelzeit gehabt? Ich habe gar nicht hingeschaut. 54,51. Ja, aber trotzdem super Leistung von Britta. Die Amerikaner vor den Holländern und dann die Deutschen. Wie ich schon gesagt habe, wir haben eine sehr, sehr, sehr gute 4x100 Freistil-Staffel und hinten drauf haben wir eine Daniela Schreiber, die immer die Staffel mit einer sensationellen Leistung für eine Medaille hinten raus schwimmen kann. Ja, und die US-Amerikanerinnen, Melissa Franklin, hier mit einer klaren Ansage gegenüber den Niederländerinnen, die eigentlich klar favorisiert waren. Ja. Aber die US-Girls haben sich was vorgenommen. Jessica Hardy jetzt im Wasser gegen Marleen Veldhuis, die Grande Dame im niederländischen Schwimmen, unter den Aktiven zumindest. Und Lisa Fitting schwimmt für die deutsche Staffel auf Bahn 6. Muss jetzt die Chinesin Jia Yingpeng in Schach halten. 54,17 von Silke Lippock, eine sehr, sehr gute Leistung. Ist nur 6 Zehntel hinter den Holländern gewesen. Lisa hält auch den Vorsprung zu den Chinesen. Das heißt, auf Bronzekurs sind wir auf jeden Fall. Sie greift sogar noch fast die Holländerin an. Also ich sag mal, das wird das zweite Bronze heute, wie wir schon vorhin gesagt haben. Daniela Schreiber hinten dürfte nicht gegen die Chinesin mehr verlieren können, weil sie immer mit 53 jetzt noch schwimmen kann. Also ja, beachten wir auch mal die Australierinnen, die sind noch im Geschäft, liegen auf Platz 5 etwa im Moment, aber nicht allzu weit zurück und die kommen dann mit Alicia Kautz auf der Schlussstrecke. Und jetzt wird es vorne das Duell jetzt, ja. Femke Heemskerk gegen Dana Vollmer und Femke Heemskerk übernimmt hier die Führung, hat eine deutlich höhere Aber guck mal bitte Daniela Schreiber, wie die den Sog ausnutzt von der Holländerin. Sie kommt gut dran, greift glaube ich nochmal aufgeholt zu den Amerikanern, die waren eben weiter weg. Also sehr starkes Rennen von Daniela Schreiber auch. Insgesamt eine sehr, sehr geschlossene Leistung. Aber was für eine Leistung auch von ja. Femke Heemskerk. Also das ist riesig. Die waren 1,5 Sekunden weg und jetzt sind sie fast eine Sekunde vorne. Die Niederländerinnen Femke Heemskerk. Nochmal Angriff, die Goldmedaille. Dana Vollmer kommt da nicht mehr ran und Daniela Schreiber muss kämpfen gegen die Chinesinnen. Das wird eine enge Kiste, aber es reicht für Bronze. Klasse. Sehr gut, sehr gut. Zweite Bronzemedaille. Sehr gute Leistung von der gesamten Mannschaft. Da haben sie Glück gehabt. Die Chinesen sind aber noch ganz dicht aufgekommen. Die waren ja weit, weit zurück. Ja, ja, ich sag nur ja. 3 Zehntel hinten drauf. Aufpassen. 3 Zehntel fehlten da noch und 7 Zehntel dahinter Australien. Also eine richtig deutliche Geschichte war das nicht. Das war ein Kampf bis zum Schluss und Daniela Schreiber hat das Ganze bestanden. Nach vorne waren es dann doch 1,5 Sekunden zu den US-Amerikanerinnen und knapp unter 3,34 die Niederländerinnen mit ihrer Siegerzeit. Also sie verteidigen den Titel. Man sieht hier Inge Dekker, die hat die Tränen in den Augen. Die ist nämlich eingesetzt worden für die andere Holländerin, die Jungsche, den Namen weiß ich jetzt selbst nicht mehr, aber die hat, weil sie nicht so schnell war. Sie hat ja eigentlich die Führung verloren, die sie sonst immer haben, die Holländer. Von vorne haben sie eigentlich die Schwächste gesetzt und das war taktisch eigentlich ein Fehler. Aber sie konnten sich auf die 3 hinten verlassen. Aber Glückwunsch an die deutschen Mädels. Bronze 3,36,05. Starkes Rennen vorne von Britta Steffen. Aber Femke Heemskerk also auch mit einer bärenstarken Leistung. Wenn ich das mal so überschlage, war das ein 52,4. Das ist nicht verkehrt. Das ist, das war letztendlich, das waren die 100 Goldmeter von Femke Heemskerk, die es noch rausgerissen hat. Keine Disqualifikation. Auch mal was Neues. Sonst sehen wir immer bei der 400 Freistilstaffel irgendeine Disqualifikation einer Mannschaft. Aber hier alles glatt gelaufen. Zweite Medaille an einem Tag bei einer Weltmeisterschaft haben wir auch selten.